giftig. Das sind giftige Truppe. Die sind ein Mann im weniger seit Anfang. Die machen erstmal hinzu, aber wenn es nach vorne ist, immer giftig. Yo, herzlich willkommen bei Hip-Hop.de. Mein Name ist Aria. Wir sind heute in der wunderschönen, riesigen Weltstadt. Fast schon Metropole Gelsenkirchen. Ja, wie ihr schon sehen könnt, ich bin blau. Das heißt, ich bin heute an einem ganz bestimmten blauen Ort, der eigentlich nicht so viel mit Hip-Hop zu tun hat. Aber ich bin mit einem Rapper da, der vielleicht schon ein bisschen blau ist oder gleich sein wird. Ruhrpott-Legende, natürlich Big Pillard, ja, vom legendären Duo Snagger und Pillard, ist ja jetzt seit letztem Jahr wieder da, solo unterwegs. Sein neues Album kommt im Januar und der Gute hatte die Idee gehabt, ey, lasst doch einfach mal zum Schalke-Spiel gehen. Ihr seht, hier ist schon ein bisschen was los, Schalke-mäßig. Die zocken heute gegen Leverkusen, quasi Top-Spiel, was hier in NRW abgeht. Und jetzt warte ich auf den guten Pillard, müsste jeden Moment auftauchen und dann gehen wir was essen. Ja, ich habe gelernt natürlich, die ganzen Jahre unter Roos haben sich ausgezahlt. Auf Nacken essen wird jetzt endlich auch mal ausgeführt. Und dann schauen wir weiter, gehen wir ins Stadion, labern ein bisschen über Fußball. Peace, bis später. So, Dicker, da sind wir. Schön in Blau, gut, ne? Ja, wollte ich sagen, aber das ist eher so Chelsea-Blau, ne? Ja, Schalke-Sachen hatte ich natürlich nicht zu Hause, aber... Ey, immerhin support ich eine blaue Mannschaft. Ich wollte gerade sagen, du wirst auf jeden Fall durchgehen. Ja. Das läuft auf jeden Fall. Selbst bei Bochum-Spielen kann ich so auftauchen. Ja, aber bist du denn Bochum auch? Nee, oder? Ne? Kaum. Aber so wenn die mal wieder erste Liga zocken würden und ein bisschen attraktive Sachen bieten würden, dann wäre ich auch wieder dabei. Das ist ehrlich gesagt voll schade. Ich vermisse das voll. Ja. Also klar, Derby ist Derby so gegen Dortmund, ne? Aber dieses Straßenbahn-Derby war auch schon eine sehr nice Sache. Ne? Ja, voll. Darf man echt nicht unterschätzen. Ja. Hier ist halt hier im Bahnhof Rhein in 302, mit der du jetzt auch gekommen bist. 20 Minuten Fahrt. Gerade die Zeit mit Peter Neururer und so. Ich glaube, der ist sogar bis heute noch Schalke-Mitglied. Ja, ja, klar, natürlich. Natürlich. Ja, krass, viele sind Schalke-Mitglied. Ralf Richter, der jetzt letztens im Video war, der ist auch noch Schalke-Mitglied. Geil. Der hier Papst Johannes Paul II. War Schalke-Mitglied. So. Echt? Ja, ja. Haben die den irgendwann zum Mitglied? Der war im, jetzt hätte ich fast in der Arena gesagt, im Parkstadion noch. Da war so von meinem, da war von meinem Opa die Lieblingsstory. So. Der hat im Parkstadion gearbeitet und der durfte dem, damals war so der Papst, so, wow, so weißt du, 80er, der durfte dem Papst sein Frühstück bringen, so, weißt du? Hat er dann auch so einen Segen gekriegt, so, und dann war so. Das ist krass, Alter. So, das war so seine Story, so, weißt du? Ja. Und ja, als er dann da war, haben sie ihm wohl auch direkt hier Ehrenmitgliedschaft und so gegeben. So. Ja, ich meine, Papst ist ja auch so, sowieso, selbst wenn du jetzt irgendwie kein Christ bist oder so, voll der Film. Nur den triffst du neben die Handschuhe. Ist schon krass. Ja. Ne? Also ist schon eine Sache. Alter. Ja. Egal, ob du jetzt gläubig bist und welche Religion, stimmt schon, Alter. So, der Papst ist halt immer nur der Papst. Ne? So, heute gegen Leverkusen? Ja, Mann, heute gegen Leverkusen. Was glaubst du so ganz grob? Du meinst schon drei Punkte hin. Ja. Drei Punkte. Leverkusen ist ja zurzeit auch nicht im besten Lauf, den sie hatten. Und ich meine, gut, wir haben jetzt in Leipzig haben wir. Würde ich mal unglücklich verloren sagen. Echt ein Film. Oder war jetzt Euroleague, weil die A-Jugend mehr auf dem Platz so. Weil sie das Spiel auch nicht hätten verlieren müssen, kannst du auch zumindest einen Punkt holen. Aber das heißt auch, dass hier die ganzen Bentalebs und Goretzkas und so, Meyers und so, die werden heute frisch ein, ausgeruht und so. Und ich glaube, die werden richtig losknallen. Ich freue mich sehr, das ist ein geiles Spiel. Immer gegen Leverkusen ist immer ein nice Spiel. Ist ja auch voll das Top-Spiel, ey. Ja, klar. Schalke hat ja so mehr oder weniger jetzt die Kurve gekriegt dieses Jahr, ne? Anfangs noch ein bisschen gestolpert, Alter, und dann ging es richtig los. Voll, Alter. Ja. Musst du bedenken, Alter. Du kriegst die ersten fünf Spiele, kriegst fünf Klatschen so und dann irgendwie 13 Spiele in Folge nicht verlieren, das ist schon eine Ansage, Alter. Ja, das ist nice. Und Euroleague, glaube ich, auch dieses Jahr, ey. Ich will es nicht übertreiben, aber so, wenn man sich das Teilnehmerfeld anschaut. Ich bin mit so Titelambitionen bin ich immer vorsichtig, Alter. Da haben wir schon unsere Erfahrungen gemacht auf Schalke, Alter. Da war ich auch anwesend übrigens. Ja. Ja. Echt 2-1, was war da? Ja, ich habe, mein Opa hat da gearbeitet, so lange wie es das Parkstadion gab und dann irgendwann, wie alt war ich denn da, 19 glaube ich so, bin ich da ab und zu mal mitgegangen zum Helfen, so, weißt du? Ja, ich konnte dann immer das Spiel auf der Ehrentribüne gucken, so, weißt du? Ja, und dann, krass, wie viele Minuten war das? Ja, vier Minuten, oder so. Vier Minuten Meisterschaft oder so, ein Hammerrad, Alter. Das war ein absoluter, das wird es auch meiner Meinung nach nie wieder irgendwo geben, so. So, ich meine, zu der Zeit fanden wir dann alle natürlich jetzt nicht so lustig hier, so, aber mittlerweile so gehört das halt auch so zu unserer Geschichte. Ja, so, voll. Es ist, würde ich sagen, fast genauso krass und wichtig, wenn man so zurückguckt, wie wenn man an dem Tag Meister geworden wäre, weißt du?
Weil das ist einfach, ist so, so wie du sagst, Meister wird man vielleicht mal wieder, aber so das eine Geschichte wirst du nicht mehr erleben. Das wird nie wieder passieren. Das ist krass, vor allen Dingen heutzutage hat ja jeder mehr oder weniger Handy, Telefon, irgendwas. So. Du kannst ja checken, ob das Spiel noch läuft. Und da war, das war nicht mal Sky, das war noch Premiere. Ja. Da ging irgendein Premiere-Typ ging zu Rudi Hassauer und meinte, in Hamburg ist Ende. Und dann hat sich das in Sekundeneile, Alter, bam, 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 Ende. Ja. So, und dann war erstmal Eskalation. Man weiß noch, ich hatte einen Nokia 3310 zu der Zeit noch so, und ich wollte gerade meinem Vater texten. Irgendwas. Und dann stehe ich so auf dieser Endtribüne und guck, ich will so gerade auf Senden drücken und guck so auf die Anzeigetafel damals, da gab es ja nicht Videowürfel so. Ja, und stimmt. Auf einmal zeigen die so das Spiel von in Hamburg. Haben die dann gezeigt? Ja, Hamburg gegen Bayern. So. Und ich guck so, warum zeigen die das? So jetzt vielleicht so auf, guck mal die, wie die so am Boden zerstört liegen. So. Krass. Ich guck so in so nach paar Sekunden halt schon, da läuft noch. Und dann siehst du, wie die gerade so diese Mauer stellen und so. Ich bin so, ernsthaft, Alter? Ja. Zu dem Zeitpunkt weiß ich noch gar nicht, dass Schober den einfach nur hätte auf die Tribüne kloppen können, so, weißt du? Und dann. Krass. Und dann stehen die so und der Schiri pfeift so an und ich so, so war klar. Ja, Mann. Da waren alle so, okay, der ist drin. Also, bam, klatsch. So, und dann stehst du auch erstmal einfach so 3 Minuten so, ich hab immer noch was gesehen. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ja. Ich will mal so zum Spielfeld gucken, wieder hoch und dann Ende und. Ja. Krass, Alter. Das ist echt heftig. Krank ist der Film, Alter. Ja. Das kann ich erzählen. Also, mal reingehen. So, sag mal eben, wo wir sind. Hey, wir sind gerade im legendären Schlegelkrug, Kirchen, auch Branko am Dom genannt, in Insiderkreisen. Hier treffen wir uns ganz gerne mal. Ich zeige mal kurz die Runde. Wir haben nämlich mittlerweile auch den guten Mighty dabei. Vor 2 Monaten aus Kroatien im Kofferraum importiert. Marenko, Tones the Man. Guten Tag. Dann haben wir die Jolene auch noch dabei. Und haben wir... ehrlich, luftig. Herzlich... Er hat sich gestern, wir hatten gestern Weihnachtsfeier, weißt du? Ja. Vom Schalke-Fanclub. Ja, und ich habe, da ich ja wusste, dass heute unser Termin ansteht, habe ich so um 12:30 schön gediegen die Biege gemacht. Den polnischen Abgang quasi, ohne Tschüss sagen. Andere hatten das gar nicht vor, von vornherein. Hier kann man auf jeden Fall vorm Spiel immer ganz gut 2-3 Bierchen zwischen. Hier gibt es sehr gute Cevape, sehr gutes Bifteki. Und das ist immer eine sehr gute Grundlage für jedes erfolgreiche Heimspiel. Also ich würde jetzt halt tatsächlich empfehlen, dass wir jetzt nicht die ganz ausgedehnte Runde machen, weil dann kommen wir eine halbe Stunde nach Anpfiff an und so. Also wir machen die Kurzform. Wo stehen wir? Ich fände Nordkurve. Volles Programm. Schöne Grüße auch an Tox. Tox? Ja, du wolltest ja nicht. Ja, der Toxic, ich weiß gar nicht, warum der heute keine Lust hatte mitzukommen. Ganz komisch. Weil der Zecke ist, deswegen. Weil mein Ruf kaputt geht. Nicht deiner. Ich bin normaler Mensch. Ich dachte mal, die Hip-Hop-Fraktion, Hip-Hop-Fans und so wären zu hart und zu assig. Ne? Zum Beispiel nach Fanfragen fragen für der und der Rapper ist heute zu Gast. Was wollt ihr denn fragen? Aber bei Fußball heute war ja noch härter. Ich habe einer gesehen, der hat mich gefickt. Der schreibt eiskalt, du hast die Wahl. Ein Jahr lang Dortmund-Trikot tragen oder eine homoerotische Erfahrung machen. Ich sitze so toll, ich so, du hast mich gefickt mit deiner Frage. Ey, ich kann auch. Ja, und hast du dir ja schon überlegt? Ja, nee, geht ja nicht, Alter. Wenn er jetzt gesagt hätte, so einen Tag Dortmund-Trikot tragen, so. Oder eine Homo. Aber ein Jahr Dortmund-Trikot, wo soll ich mich denn ein Jahr verstecken vor die Leute? Okay, ein Spieltag. Beim Derby. Cola. Jetzt übertreibst du auch vollkommen deine Position. Guck mal, jetzt wo wir hier so eine geile Runde haben, ne? Ich habe mir was überlegt. Wir machen eine Top 11 Schalke. Oh ja. Stark. Da bist du der Spieler. Also immer. Das ist stark, Alter. Das ist echt stark. Ich halte mich vollkommen. Die Diskussion ist eröffnet, Alter. Was spielen wir denn für ein System? Direkt die Experten fragen. Was spielen wir für ein System? 4-4-2. Ja, dann haben wir 2 Stürmer drin. Ja, Bordon nehmen wir schon mal rein, oder? Heito! So, fangen wir doch mal im Tor an. Ja. Fährmann oder Nico? Echt? Ja, Fährmann? Fährmann oder Nico? Ja, wir kommen da in Fährmann. Schwer. Also Neuer ist überhaupt gar keine Frage. Überhaupt nicht. Okay. Aus persönlichen, moralischen Bedenken. Nee, der war guter, super Torwart, aber leider erstens zu kurz starten, wenn man die Jugend nicht mitzieht. Ja. Und dann aus dem gleichen Verein gegangen. Und dann hat er viele Herzen gebrochen, weißt du? Ja. Mehr als ich. Innenverteidiger jetzt kurz. Marcelo Bordon, ohne Diskussion. Erhöhe das. Ist natürlich auch noch ein Thema, ne?
Ist der schon der, ist der, schon der Beste, den wir hatten? Der Kolasinac? Sag mir doch einen. Ich fand Panda sehr nice. Ne? Ja. Der Panda hat auch ein paar Tracks aufgenommen. Ja, ja, voll, das ist auch ein Hobby von mir. Schöne Grüße. Wir hatten damals, als er wieder so eine Saison, wo wir knapp Meister waren, so haben wir 2-3 Spieltage vor Ende, haben wir geschrieben, komm, wenn wir wirklich Meister werden, machen wir Meisterschaftssong so. Geil. Ja, dann kennst du ja Karma, ne? So. Hast du denn, wenn du das schon vorher machst? Ja, ja, wir sind ja nicht Meister geworden. Hast du das? Rechtsverteidiger, was ist denn? Rechtsverteidiger Heito oder was? Rechtsverteidiger, ja, der Heito. Also wir spielen auf jeden Fall mit Damage. So viel ist Damage. Damage. Oh, warte mal, wir haben Eve vergessen, Alter. Eve Eigenbrauch. Aber Eve Eigenbrauch machen wir auf der Bank und ganz auf dem Parkplatz. Panda raus, Panda raus, Eve frei. Eve, Bordon, Hövenes und Heito. Damit gewinnt es heute noch die Meisterschaft. Ja, klar. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja, gerne. Was ist denn, wenn du dich entscheiden müsstest, ne? Ja. Ein Jahr lang Dortmund-Trikot? Ich muss aber zur Innenverteidigung noch eine Lanze brechen für Walloch. Ja. Ein Benefit-Spiel von uns mitgespielt, ne? Der ist jetzt noch richtig on fire, ne? So, was haben wir? Wir haben Wilmots, wir haben Nemetz, wir haben... Anderbrücke. Dann haben wir noch einen Platz. Böhme. Ja, Böhme. Ja, ja. Ey, stopp, wir müssen auch Jefferson Verfahren ins Mittelfeld nehmen, ne? Ja, okay. Ja, dann können wir nur noch mit einer Spitze spielen. Ja, dann spielen wir ohne Spitze. Ja. Jeff O'Regel. Nein. Oh, oder Agali. Nein, Mann. Wir brauchen Ebbesand. Ja, ja, klar, Ebbesand Sturm. Und Juri Mulder, ja, also unseren neuen. Du hast mich überfordert jetzt. Alter. Ja. Wie gesagt, Alter, um wirklich jetzt 11 rauszumachen, so ist schwer. Dafür haben auch einige schon zu viel Bier in den letzten 24 Stunden zu sich genommen. Aber so, haben wir jetzt gerade so ein bisschen gehört, so welche Spieler so bei uns. Für mich fehlt nicht da ja. Ich hab jetzt nur Schiss, dass wir irgendeine ganz krasse Legende jetzt gerade vergessen oder so. Ne? Und so richtig Shitstorm kriegen. Kuzora haben wir auf jeden Fall vergessen. So. Ich glaube, die letzten Fischer drinnen. Klaus Fischer! Oh. Ich kann alle mich jetzt auch stark überblicken lassen. Jetzt. Fichte, alle nicht dabei. Ey, ich wollte gerade sagen, wir können das hier auf die letzten 25 Jahre oder 20 Jahre. Das waren so geile Spiele, alle, die wir erwähnt haben. Die müssen drin sein. Wir spielen mit 22. Ja, Schalke gegen Schalke. Schalke gegen Schalke. Ja, ist so. Zwei Mannschaften, dann ist okay. Was für keine Ahnung, okay. Sag mal, hast du schon mal irgendwo erzählt, warum du überhaupt Schalke-Fan, wie du zum FC Schalke 04 gekommen bist? Du suchst ja deinen Verein nicht aus. Gelsenkirchen geboren, Vater Schalker, Opa Schalker, Mutter Schalker, ich Schalker so. Da gibt's keine Story so. Ne? Hast du letztens deinen Führerschein gemacht oder hast du ihn zurückbekommen? Nee, ich habe ihn vor 3 Monaten erst gemacht. Einen Tag vor der Tour mit Echo habe ich... die praktische Prüfung gemacht und konnte dann am nächsten Morgen am Straßenverkehrsamt abholen. Die erste eigene Autofahrt war zum Tourbus in Köln. Ne? Geil. Ne? Ja, weil jetzt gerade, wo du sagst, hast du in Gelsenkirchen geboren, habe ich letztens deinen Führerschein auf Insta gesehen. Geil. Hat Echo eigentlich mittlerweile Führerschein? Echo hat schon seit 2-3 Jahren. Echt? Der ist schon aus Probezeit raus. Ja. Ich glaube, meine wird jetzt direkt verlängert. Ne? Ich wurde schon einmal geblitzt jetzt. So, ich würde sagen... Der gute Aria. Trinkt ja keinen Alkohol. Genau. Ich würde sagen, ausschalten. Was man vom Rest der Runde hier nicht behaupten kann. Von daher, nach einem guten Essen, auf die Bauern. Mein Lieber. Warte. Das hier? Ist der Weg, was auf Ernst gesagt. Ja. Boah. Prost. Ich bin noch nicht dran. Ihr seid auf jeden Fall alle hart. Auf Schalke, dass sie gewinnen, ne? So. Ja, sicher immer. Ja, haben die schon mal verloren? Weiß ich nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern. Na? Nein, nur den Ball verloren. Ja, ne? Heute wird es schlecht, ey. Aber ich sagen, gehen wir gleich mal jetzt. Wird hier gerade schon heiß diskutiert, ob wir wirklich ins Anno gehen oder ob wir ins Bosch gehen. Was auch so das offizielle eigentlich Vereinsheim des FC Schalke 04 ist. Da gibt es halt zum Beispiel auch Ernst Kutzorers Stammplatz damals. Ne? Ach krass, echt? Die haben ja damals halt... Hat der Ex oder eine Anekdote zu? Eine Anekdote. Ja, dann lass uns die doch gleich, jetzt sind wir mal da. Ja. Dann zeigen wir mal gleich Ernst Kutzorers Stammplatz, damals in der... Was war das denn? 40er, ne? 40er, 50er, Ernst Kutzorer, ne? Ja, Kriegszeit, ne? Ja, Schalke ist 7-mal Meister geworden und er war, ich weiß nicht, ob alle 7-mal, aber er war auf jeden Fall fahrbar dabei. Aber auf jeden Fall zu den Zeiten waren die Spiele ja selber noch gern gesehen, gestern in den Kneipen so. Ja, ja, ist kein Scheiß, Alter. Kein Scheiß, dieses Wunder vom Bär mit Rahn und so, das ist ja nichts anderes, Alter. Das war ja früher in Deutschland so. Dann werdet mal wieder Männer, werdet erwachsen, ihr seid Fußballprofi, ihr seid auch keine Rapper.
habe manchmal das Gefühl, diese ganzen Fußballprofis, die wollen alle Rapper sein. Auch ist egal, wenn ihr eure Kippi schiebt, ihr werdet trotzdem keine Rapper. Ihr spielt Fußball. Ich bin auch kein Fußballprofi. Auch wenn ich Shakira ja. Das ist ja, glaube ich, voll so, dass auch zum Beispiel die Basketballer in den USA werden auch alle gern Rapper. Aber ich glaube, die Rapper in den USA werden auch alle gern Basketballer. Ja, ja. Das ist bei den Fußballern, also Fußballer, ich sag dir auch, wie Rap ist in Deutschland nicht so krass verbunden wie Basketball und Rap in den USA, ne? Lecker. Das Ding ist aber, die wollen alle Rapper sein, bis die Rapper sind. Ja, genau. Glaub mir, da wollen die alle wieder Fußballer sein. Der kann das. Materia war Rostock, ne? Stimmt, ganz wenige gibt's. Ich glaube, Sinan hat auch Essen lange. Sinan, Casey. Casey und Sinan zocken beide heute noch gut, ja. Gute Zocker. Glaube ich. Auch so eine krasse Story, hat er irgendwie Casey. Sinan ist mehr so der Dribbler. Verstehst du? In seine Stärken legen, mehr Dribbling. Auch Casey original 6-7 Jahre oder so nicht gesehen gehabt, so, wenn dann mal kurz irgendwie bei Facebook oder so geschrieben. Ja. Und dann waren wir Echo auf Tour. Irgendwo auf dem Weg nach Frankfurt fahre ich an irgendeiner Tanke raus und will mir einen Red Bull holen, schnell bei Marquesi so. Krass. So, dann musst du erst in Frankfurt an eine Tanke fahren, ja, damit man sieht, obwohl er so nah an mir dran ja, und so. Ja, voll. Ja, dann auch direkt halbe Stunde verquatscht, so spät zum Soundcheck gekommen und so. Ja. So, wie angekündigt habe ich es durchgezogen. Ich habe vom Meister Bruce Lee gelernt, auf Nacken zu. Ja, auf Nacken. Ne? Ich habe es geschafft. Bruce hat in Deutschland gezeigt, wie man, auf Nacken, wie man eine Karriere auf Nacken aufbaut. Wir nähern uns dem Anstoß. Dem Anstoß, ja. Wir haben immer noch anderthalb Stunden, ein bisschen mehr. Ja. Ungefähr 100 Minuten noch bis zum Anstoß. Dann kommen wir laufen schon mal zur Bahn, würde ich sagen, oder? Was hast du ja gerade gesagt, wenn du auf Schalke warst, hast du bisher nur gesessen. Ja, ich war bis jetzt vielleicht dreimal oder so einmal gegen Chelsea. Wo wir die 5 Stück gekriegt haben? Ja, da war ich da. So, Beinis wurden ja schon einige bei uns verteilt. Ja. Ich erinnere mich dran, wie Kyriakos Papadopoulos, seines Zeichens schlimmster Holzfuß der Liga, ja. Wesley Sneijder, als er noch bei Inter Mailand gespielt hat, an der Mittellinie der Schalke Arena getunnelt hat. Ja. Und das ganze Publikum so. Siehst du die blauen Farbkleckse da überall? Ja. Da siehst du sehr schön die blauen Farbkleckse. Auf das Gelbe aus. Das ist der Holländer, aber nicht gut weiß, wer das gekauft hat. So, ja. Weißt du? Das ist irgendeiner, der von irgendwo kommt. Und nicht, aber du bist hier tatsächlich voll, also auf dieser Schalker Meile. Ja. Also hier ist offiziell Schalke. Ey, du hast gerade was Geiles gesagt. Wir können das auch nochmal den Leuten sagen. Was denn? Du willst so eine FIFA-Challenge machen, ne? Obwohl, das, ich werde es auf jeden Fall machen. Ich muss halt nur echt gucken, was auf die Beine stellen. Ja. Aber ich kann an der Stelle schon mal sagen, dass die Leute, die meine Facebook-Seite liken und mir da folgen, demnächst, ich hoffe noch vor Weihnachten, ja, sehr, sehr wahrscheinlich noch vor Weihnachten, die Möglichkeit haben werden, gegen mich im FIFA anzutreten auf der PlayStation, auf der Sony PlayStation. Aber genaueres dazu würde ich jetzt sagen in den nächsten Tagen. Das Ganze wollen wir dann auch irgendwie livestreamen bei YouTube und das so ein bisschen entertainig gestalten. Ich spreche auch gerade mit Sony, ob die ein paar Preise raushauen. Ja. Weil das soll sich natürlich dann, wenn, lohnen, wenn es wirklich einer schaffen sollte, mich zu schlagen. Ja. Ja. Wobei ich habe FIFA 17 noch echt noch nicht so viel gespielt. Ich wollte gerade sagen, Alter, zockst du auch richtig? Ja, ich sag mal so, guck mal, FIFA 13 und FIFA 14, ja. Boah, da war ich schon Boss. Ja. Bruder, da war ich schon Ansage. Ja. Eher ernsthaft, ohne mich jetzt selber feiern zu wollen. Zockst du auch immer mit Schalke oder suchst du dir ein Team aus, was so richtig so... Ich zock mit Schalke. Okay. Ich zock in der Regel mit Schalke oder hier dieses Ultimate-Team, wo du halt so dein Team so zusammenstellen kannst. So. Ja. Also wenn ich auch dagegen die Leute antrete, werde ich auch mit Schalke spielen. So. Ja. Und da müssen wir noch ein paar coole Preise zusammen fletschen und dann können was weiß ich, irgendwie 8 Leute oder so, wird dann ausgelost, haben dann die Möglichkeit, gegen mich anzutreten, ihre FIFA-Skills gegen den ehemaligen FIFA 13/FIFA 14 Boss anzutreten und zu zeigen, was sie können. Hey, gut, jetzt sind wir am Bosch. Ich würde sagen, wir stellen uns mal kurz eine Rutsche Bierchen vor. Hier ist auch Dingens. Hier ist auch, wenn man mal cyphern will. Ja, genau. Wie in der Bronx hier. Das haben wir hier auf Schalke auch. Wenn man einer Beat
Xbox anschmeißen. Wenn ihr jetzt eben schnell die Anekdote hören wollt, dass die Stadt. Nee, das machen wir gleich drin, oder? Nee, das ist relativ simpel, weil da oben. Das ist die beiden nebenbei. Das haben meine Großeltern Erstbezirk so Ende der 70er gehabt. Da haben die fast 30 Jahre lang gewohnt. Und das ist halt die Stammkneipe von Ernst Kutzorger. Da war immer viel trinken und so. Und oben hat immer gesagt, du konntest morgens Uhr nachstellen, weil er zum Frühschoppen kam. Auf Uhr, dann ist um 12 Uhr irgendwo anders hingegen, Mittagessen, aber um 15 Uhr war wieder hier. Und wieder nach 18 Uhr konntest du die Uhr nachstellen. Du brauchst keine Uhr in der Küche, musstest du, wenn Ernst Kutzorger rauskommt, 18 Uhr. Alles klar, ja, Digga, überleg mal, Alter. So, das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn heute ein Fußballprofi in die Kneipe erwischt wird, Alter, der kriegt ein Terz mit seinem Verein. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Auf Facebook oder Twitter hat das gefragt, was ich ganz geil fand für Schalke. Ja. Ihr seid ja auch ein Verein, der jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, lange am Trainer festzuhalten. Was meinst du denn, welcher Trainer hat am besten zum schon Hübsch-Debens, ja. Hübsch-Debens war halt auch Malocher, war ein gerader Typ, der hat mal gesagt, was er denkt. Und der ist auch mal angeeckt, auch mit den Fans mal, wenn jemand nicht gepasst hat und so. Ich fand auch, wie sage ich dir ganz ehrlich, ich fand auch Jens Keller nicht verkehrt. Er war kein Medienmagnet, so, weißt du? Er hat halt eine Ausstrahlung wie ein kaputter Turnschuh. Jetzt ist nicht böse gemeint, so, aber... Es war auf jeden Fall besser als das, was danach irgendwie. Es war der letzte Trainer, der zweimal hintereinander im Champions League war. Und jetzt Weinz hier gefällt mir bis hier ganz gut. Ne? Ja. Und du siehst wirklich eine Handschrift. Ja. Du siehst, er hat ein System umgestellt, er hat die Dreierkette eingeführt. Er hat was er mit dem Kolasinac gemacht hat, aber er hat ihm auf jeden Fall das richtige Müsli zum Frühstück gegeben. Und du siehst halt, dass sie ein klares Spielsystem haben. Du siehst, dass Geist sich immer sehr weit nach hinten verlässt, quasi, wenn der Gegner den Ball hat, noch ein sechster Verteidiger ist. Du siehst, dass die sehr schnell schwärmen, Ball besitzt. Du siehst, dass viel über die Flügel gespielt wird. Lass sie mal machen und schauen wir mal. Ne? Das ist krass, wenn man so überlegt, mit welcher Elf Schalke zocken könnte, wenn man all die Spieler behalten hätte. Das ist natürlich, du wählst ja nie alle Spieler, die du hast. Ja, aber wenn du Özil, Neuer, Draxler, Sané, Alter, was hast du dann für und das sind auch alles Gelsenkirchener, ne? Außer Draxler, der war Gladbecker. Ja, aber ernsthaft. Was tippst du, Mighty? Was tippst du? Sag mal was. 2-0. 2-0? Klar. Kann ich ja sagen, wer die Tore macht. Victor Agali und Emerson. So, Unterschied. 3-1. 3-1. Shisha Victor hat uns einen rein, aber bei uns waren wir immer drei Buden heute. Hier ist die Frau. Die Frau, das ist. Hör mal mich, wenn ich so leise bin. Die hasst mich nicht mehr. Ich habe schon 100 Mal die Hände gemacht. Die sind zu langsam, Bruder. Die sind zu lang. Die machen das seit 5 Jahren. Die sind zu lang. Und eine Cola noch dazu, bitte, ja? Für meinen Freund hier, der Kanalkohle trinkt. Das wäre aber nie nötig gewesen. Okay, jetzt ist so der Vorführeffekt. Jetzt geht auf einmal voll schnell. Okay, so. Normalerweise dauert das 3 Stunden, Bruder. Das ist ein Ticket, ja. Auf geht's! Thank you.
fünfte Minute. Früher noch, zweite oder so. Heißt 10 Schalker gegen 11 Leverkusener, 3-1 Schalke. Ja, war auch knapp, knapp an einem Elfmeter vorbei, wobei Leverkusen auch Elfmeter wäre wahrscheinlich. Ja, ja, dann wäre es trotzdem 3-1 Schalke. Ja. Zu rezitieren. Ja. Aber den gönnst du ja auch. Ja, ja, bist du auf Schalke, dann läuft. Wir sind mit 10 Mann besser als sie mit 11. Ja, dann gönnst du hier. Ja, ja, aus der Reihe. Killer, oder? Ja, hier. Ja, ja. Ja, aber das ist so ein richtiges Paradebeispiel, Digga. Dadurch, dass ich so 40, 45 Kilo abgenommen habe, in Basel, in der Schweiz, während der Eco-Tour, sitzen wir vor der Show in so einem Café und essen und trinken. Und dann kommen so 4, 5 Jungs und Mädels und die sehen Eco und die so, ey, krass, können wir ein Foto machen? Und, so. Und Eco macht Foto mit denen. Und, ja, klar, klar. Und auf einmal, die so, ey, kannst du vielleicht nur das, so zu mir kannst du das Foto? Ich so, ja, klar, mach ich das Foto. So, ich mach das Foto. Dann gebe ich so in die Kamera zurück, dann gucken die so Eco an und sagen, ey, wo ist denn Pillard? Und, aber ich sag nichts so, weißt du? Und Eko so, ja, ey, guckt euch mal genau um und so, weißt du? Ja, ich kann es aber auch verstehen so. Ich bin vor 6 Jahren weggegangen, hab 130 Kilo gewogen. Jetzt bin ich halt so 85 und komm wieder so, weißt du? Big Pillard ist hier nur noch... Das ist Skinny Pillard jetzt. Fit Pillard, Slim Pillard. Okay, jetzt musst du mir aber erklären, warum man ins Stadion kommt, sich dann in ein Café setzt und auch mal hört. Ja, in der Regel mache ich das auch nicht so, aber ich wollte es jetzt halt nur noch mal mitnehmen für die Leute. Also, genau, was es halt in der Arena noch so gibt, also das ist ja halt schon ein Eventcenter, an der Stelle sagen. Das ist crazy. Wir sind im Stadion, hier gibt es ein Café und 100 Fernsehgeräte so. Und darauf kann man das Spiel gucken, was 5 Meter weiter, kannst du dir das live angucken. Tja, ja. Und wie sollte es anders sein, dieses Café oder dieser Club hier? Ja. Heißt,
heißt Kuzorra, Herz Kuzorra. Ja. Also wir sind jetzt gerade im Kuzorra. Wie meine Wasserschildkröte? Im Ernst Kuzorra. Du merkst langsam, wie es aussieht. Wir haben schon Ernst Kuzorras Kiosk gesehen, wir waren schon in der Kneipe, wo Ernst Kuzorra seinen Stammplatz hatte und du konntest deine Uhr stellen, 12 Uhr und 15 Uhr war er da zum Saufen auf dem Sonntag. Und um das abzurunden, sind wir jetzt halt nochmal in Kuzorra gegangen. Zwischen hier noch ein Bierchen, aber wir gehen auf jeden Fall gleich noch eine Kurve. Kann man an der Stelle vielleicht auch nochmal kurz den Hut in den Raum werfen. Das nächste Video kommt am 19.12. Ari hat es mittlerweile gesehen, die Jungs haben es gesehen. Es ist nice. Und ich habe noch keinen getroffen. Es soll mehr als nice sein. Es soll mehr als nice sein. Ich habe so ein bisschen so den Traum, in Anführungsstrichen, von dem letzten Hit des Jahres. Aber lassen wir uns überraschen. 19.12. seid dabei. Ich durfte es vorhin sehen, er hat er mir gezeigt. Und ja, von der Art gibt es schon ein paar Videos, aber das toppt definitiv alle. Hey, ihr werdet dann sehen. Es ist geil. Das ist das beste Video, einfach übertrieben, was jemals gedreht wurde. In der Geschichte von Musikvideos. Na okay, jetzt übertreibe ich die Lage. Jetzt muss man dazu sagen, die Leute dürfen jetzt natürlich keinen Actionfilm erwarten. So, ja. Weißt du? Da werden keine Häuser in die Luft gesprengt. Aber es ist kleiner als das bahnbrechende Stück. Ja, es ist halt eine Sympathiebombe. Deine auf Schalke trinken erfunden hat. Nochmal anderen Block jetzt, ein bisschen N2. Was aber im Umkehrschluss bedeutet, wenn wir mit 11 Mann auf dem Platz hätten, hätten wir es auseinandergenommen. Ja. Aber, du weißt... Ich glaube, es ist nicht aller Tage ab. Einmal die Punch und dann... Ja. In beide Richtungen auch. Ja, voll, ja, voll. Wobei ich nach wie vor sage, dass wir näher am 1-0 so sind gefühlt als, oder? Definitiv. So, ich meine, die haben mehr Ballbesitz und so, aber wir haben halt diese Konter so. Ja. Und hätten wir davon ein oder zwei schon konsequenter zu Ende gespielt, hätte er schon gerappelt. Aber... Ja. Ich tut's ja immer. Rappel tut's so oder so. Ne? Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn du mit 10 Mann gegen Leverkusen unentschieden holst, ist jetzt, dann ist auch nicht verkehrt. Ja, voll. Ja, kann in beide Richtungen gehen. Abseits, Tor für Leverkusen. Ja, immer noch 0-0. Aber das ist jetzt die 5. oder 6. Konterchance, Alter. Irgendwann muss mal ein rein. Ja, irgendwann muss ein bisschen hier rein. Dass wir der Mannschaft dann nochmal so einen Support geben. Wir haben richtig gutes Spiel gemacht in Unterzahl, 90 Minuten lang. Und nächste Woche ist das nächste Spiel gegen Freiburg zu Hause. Warum wieder hier? Ey, ich wurde eingeladen von Schalke in die Loge sogar. Da mache ich so richtig, was ist das für ein Live? Weißt du, was ich meine, Alter? So, hast du diesen Vibe jetzt gemerkt? So, die haben
90 Minuten Unterzahl gespielt, haben richtig gut gespielt, haben 1-0 verloren, aber die kriegen halt trotzdem diesen Respekt zurück. Die haben alles gegeben und dann kriegen die auch alles zurück, so weißt du? So und jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz rüber zum Bierstand, wo wir vorhin auch schon begonnen haben und dann trennen sich auch irgendwann die Wege. So ist das im Leben. So ist das, immer, so ist das im Leben. So, Dicker. Yes. Kurz vor Ende noch so ein ekelhaftes Tor bekommen. Ja. Da war ein Witz zu machen, ne? Kannst du nichts machen, oder? Ist halt Fußball. Da haben wir gerade schon mal kurz in die Kurve gesagt. Also gut gespielt, 90 Minuten Unterzahl gewesen. Ich habe auch gerade gehört, dass der Freistoß, der zum 1-0 dann geführt hat, war kein Foul. Habe ich gerade gehört, ich habe es noch nicht gesehen. Das sage ich mit aller Vorsicht. Ich habe die TV-Bilder noch nicht gesehen, was halt so ein bisschen anknüpfen würde an den Elfmeter in Leipzig. So. Aber ja, Digga, was soll ich dir sagen? Solche Phasen hast du halt auch im Laufe einer Saison immer mal wieder so. Das gleicht sich auch wieder aus. In 7 Tagen treten wir hier um 15.30 Uhr Samstag gegen Freiburg an. Holen wir uns die nächsten 3 Punkte. Dein Album kommt am, wie viel Januar? Am 20.01. kommt das Album Onkel der Nation. Yeah. Die erste Single ist nach wie vor draußen auf hiphop.de wie ein Onkel. Yeah. Und die zweite Single kommt am, wann kommt es raus? Dienstag. Wir hauen das hier schnell raus. Ich denke, das kommt jetzt. Okay, die zweite Single kommt am 19.12. Lasst euch überraschen. Wir haben gerade, glaube ich, schon dreimal erwähnt, dass das Video ein nices Video geworden ist. Du hast noch nicht gesagt. Das nächste Video, das können wir schon mal bekannt geben, ist kein Solo-Song von mir, das ist ein Feature. Der Song ist auch nicht zu verachten und ja, wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß mit. Ja, ich wiederhole mich auch schon. Ich habe, also wie gesagt, das müsste jetzt so mein 20. Bier und mein 10. Schnaps sein. Ich behaupte, dass andere Rapper mittlerweile schon nicht mehr vor die Kamera treten können. Andere Rapper werden schon auf diesem Modus. Ich bin auch am Start, ist alles nice. Ich fahre jetzt gleich zu Gorex und werde sein Studio richtig auseinandernehmen. Wir haben übrigens heute gar nicht so viel über Musik geredet, weil natürlich, ich glaube, ein Interview kommt noch, werden wir dann im Januar irgendwann machen, ob mit Tops oder mit mir oder mit wem auch immer. Ey, mit beiden gerne. Mit beiden ausführlich gerne. Über das Album labern. Ja. Ich habe das Album übrigens seit einer Woche schon zugespielt bekommen und es macht sehr viel Spaß, ja, ehrlich gesagt. Also es ist sehr, sehr viel besser als das erste Solo-Ding. Nice. Ja. Aber du musst auch, du meinst das ernst, du sagst, es ist nicht, weil wir zusammen in die Kamera sind. Sag das nochmal. Es macht krass Spaß, also das Album ist echt sehr spaßig. Weil das war das Ziel. Das war das Ziel. Besser als das Album davor zu sein. Nice. Definitiv, man. Nice. Volle Entwicklung. Aber darüber können wir dann im Interview tiefer gehen. Sehr gerne. Detailliert analysieren. Bis dahin wünsche ich euch allen viel Spaß mit seiner neuen Single. Checkt auch die Single auf hiphop.de ab. Ihr könnt das hier oder hier irgendwo sehen. Bis dahin, hiphop.de, viel Spaß. Onkel Pillow im Haus. Bis Bescheid. Peace. Also.